Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, lese ich gerade in so einem alten Buch. Und so ein Buch ist natürlich extrem praktisch. Dort wurden immer Geschichten aufgeschrieben und überliefert, was der ein oder andere erlebt hat. Oder es wurden Erfahrungen ausgetauscht. Und bevor es so ein Buch gab, hat man sich das natürlich erzählt. Erzählungen gibt es heute natürlich auch noch. Man hört von dem einen oder von dem anderen. Das ist aber meiner Meinung nach die Geburtsstunde der Mythen und der Aussagen gewesen. Und es gibt natürlich für jedes Thema irgendwelche Mythen oder irgendwelche Aussagen, wo man sich selber fragt, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und genau darum geht es heute. Das ist auch gut so, denn letztendlich können wir damit Erfahrungen austauschen. Wir können aber auch Wissen weitergeben und natürlich das ein oder andere dann auch übermitteln und uns gegenseitig helfen. Ich bin ja nun schon sehr lange auch mit meinem Hobby unterwegs und da hört man natürlich das eine oder das andere, die eine oder andere Aussage oder auch den ein oder anderen Mythos. Ich habe heute mal 10 rausgepickt, also 10 einzelne Themen rausgepickt, die wir uns heute ganz gerne mal anschauen wollen. Und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Der Glühkopfmotor ist mit dem Bulldog erfunden. Also die Aussage oder der Mythos, der Glühkopfmotor ist mit dem Lance Bulldog entwickelt worden, ist schlichtweg falsch. Der Glühkopfmotor wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts von dem Engländer Herbert Acroyd Stewart patentiert, so um 1890, 1891. Die Firma Richard Hornsby & Sons baute diesen Motor dann bereits 1896 in einen Ackerschlepper ein. Dieser hatte 20 PS, 1905 folgte sogar der erste Raupenschlepper. Der Glühkopfmotor ist ein Dieselmotor. Die Aussage oder der Mythos, der immer mal wieder auftaucht, ist, der Glühkopfmotor ist ein Dieselmotor. Die Aussage ist schlichtweg falsch. Es ist kein Dieselmotor, sondern es ist ein Vielstoffmotor. Das heißt, der Glühkopfmotor kommt mit einer Vielzahl von Kraftstoffen aus, unter anderem Diesel bzw. Gasöl. Das liegt an seiner Aufbereitung des Kraftstoffes. Das heißt, ich habe ja den Zündteller und auf diesem Zündteller wird dann dort entsprechend der Kraftstoff verdampft. Es können aber auch zum Beispiel Pflanzenöl-Kraftstoffe sein. Die werden entsprechend aufbereitet und dann mit der Frischluftzufuhr wird dann die Zündung entsprechend eingeleitet. Beim Dieselmotor ist das komplett anders. Dort wird die angesaugte Luft hochkomprimiert. Dadurch erhitzt sich die Luft und dann wird mit sehr, sehr hohem Druck zerstäubter Diesel in die Brennkammer dann eingespritzt und dann erfolgt die Zündung. Das ist hier komplett anders. Alleine schon durch die Kraftstoffaufbereitung ist es so, dass wir hier mit einem Niederdrucksystem arbeiten, also nicht so ein Hochdruck, wie wir es zum Beispiel beim Diesel kennen. Beim Glühkopfmotor reicht ein geringerer Druck. Ich brauche auch nicht so die Zerstäubung wie zum Beispiel halt beim Diesel, um dann dort auch entsprechend eine Verbrennung einzuleiten. Und Verbrennung ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Der Glühkopfmotor ist ein Selbstzünder. Tja, das ist auch noch so ein Mythos oder ein Thema, was immer mal angesprochen wird. Ist jetzt der Glühkopfmotor ein Selbstzünder oder ist er ein Fremdzünder? Die Frage ist berechtigt. Jetzt muss man sagen, wie eben schon erwähnt, naja, es ist ja wie beim Dieselmotor, dass er zum Beispiel keine Zündkerze hat, um die Verbrennung einzuleiten. Das ist richtig. Zum einen. Zum anderen ist es aber so, beim Dieselmotor, wie ich das eben schon sagte, in der heißen komprimierten Luft wird Dieselkraftstoff eingespritzt und dann entzündet sich dieser. Dieser ist natürlich, oder die Zündung ist genauso unkontrolliert wie jetzt zum Beispiel hier beim Glühkopfmotor, denn mit dem aufbereiteten Kraftstoff-Luftgemisch, der Kolben geht nach vorne, wird irgendwann die Zündung dann eingeleitet. Wann das genau ist, kann man nicht eins zu eins sagen. Was aber anders ist als beim Dieselmotor, ist
für mich die Glühnase. Die Glühnase selber ist eine Zündhilfe. Das habe ich zum Beispiel beim Dieselmotor gar nicht. Von daher erachte ich es als schwierig zu sagen, das ist ein Selbstzünder, denn der Glühkopfmotor hat meiner Meinung nach eine Zündhilfe, nämlich die Glühnase. Das Kraftstoff-Luftgemisch wird nach vorne gedrückt, entzündet sich dann unten an der glühenden Glühnase und es wird die Verbrennung eingeleitet. Das gibt es beim Diesel nicht. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also für mich ist das kein klassischer Selbstzünder. Für mich gibt es eine Zündhilfe und das ist nämlich der Zündsack. Die Bedienung der Heizlampe ist zu komplex, deswegen haben sich anfänglich die Glühkopf-Bullocks nicht so gut verkauft. Ich halte das für einen Mythos, denn letztendlich ist die Heizlampe nichts anderes als eine Lötlampe. Die Lötlampe wurde Ende des 18. Jahrhunderts, 1797, 1799 entsprechend erfunden. Der Glühkopf-Bullock kam 1921 auf den Markt hier in Deutschland und von daher war es sehr wohl bekannt, wie man ein Benzinlötgerät oder eine Lötlampe in Betrieb nahm. Das war damals ein gängiges Werkzeug, das fast, denke ich mal, in jedem Haushalt war, aber auf jeden Fall auf großen Höfen, wo die ein oder andere Lötarbeit auch anfiel. Also das kann definitiv nicht der Grund gewesen sein, warum sich der Glühkopf-Bulldog erst schleppend verkauft hat. Ich glaube persönlich, das hat was damit zu tun. Es war eine neue Technologie. Man kannte das noch gar nicht zum einen. Zum anderen natürlich aber auch sicherlich der Preis. Es musste sich ja auch rechnen. Und wie viele kleine Landwirte gab es, wo sich das einfach nicht rechnete, sich so einen Glühkopf-Bulldog anzuschaffen? Das war ja dann oft auch bei zum Beispiel Transporten oder bei größeren Höfen erst der Fall oder dann auch beim Lohndreschen, wo dann zum Beispiel ein Ortbullock eingesetzt wurde, um Dreschmaschinen etc. zu betreiben. Also von daher, das wird meiner Meinung nach der Hauptgrund gewesen sein. Nichtsdestotrotz ist die Bedienung von so einer Heizlampe schon ein bisschen tricky, wen das interessiert. Ich habe dazu mal ein detaillierteres Video gemacht, verlinke ich euch oben rechts. Öl-Benzin-Gemisch macht die Heizlampe heißer. Auf den Treffen hört man das immer mal wieder, gerade dann, wenn es auch ums Wettanheizen geht. Du musst dem Benzin deiner Heizlampe Öl beimischen und dann bekommst du eine energiereichere Flamme und dann kriegst du deinen Bullock schneller an. Naja, ich sehe das ein bisschen differenzierter, wenn wir uns einmal die Heizwerte anschauen. Und da möchte ich euch jetzt nicht mit langweilen, nur dass ihr so ungefähr ein Gespür dafür bekommt. Heizwert zum Beispiel von Benzin ist 11,5 Kilowattstunden pro Kilogramm, so wird das angegeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Diesel habe, der liegt ein bisschen höher, der liegt bei 11,8 Kilowattstunden pro Kilogramm, finde ich jetzt nicht sonderlich mehr, also 11,6 zu 11,8. Oft höre ich auch, du musst Altöl beimischen oder aber auch Rapsöl. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Rapsöl. Rapsöl hat zum Beispiel nur 10 Kilowattstunden pro Kilogramm. Also mein Tipp ist, die Geräte sortenrein zu betreiben. Damit habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht. Alles andere führt nur dazu, dass die Kanäle eher zusitzen, dass da irgendwelche Rückstände drin sind. Dafür sind die Heizlampen gar nicht ausgelegt. Dann funktioniert der Brenner nicht, dann kriege ich meine Flamme nicht. Und wenn ich die Flamme nicht bekomme, dann kriege ich letztendlich auch den Bulldog nicht an. Also mein Tipp ist, sortenrein zu betreiben. Die gibt es natürlich einmal für Benzin, die gibt es auch für Petroleum. Dann habe ich hier eine andere Düse und es gibt die natürlich auch für Diesel. Und dann klappt das auch mit dem Starten. Mindestens 15 bis 20 Minuten Anheiz. Also ich halte das für einen Mythos, wenn ich höre, ich muss meinen Glühkopf 15, 20, vielleicht sogar 30 Minuten vorheizen, bevor ich ihn starten kann. Ich glaube, das liegt eher an anderen Geschichten, warum das nicht eher funktioniert. Zum einen, weil vielleicht die Heizlampe nicht die energiereiche blaue Flamme erzeugt, die ich benötige, um den Glühkopf vorzuwärmen. Zum anderen kann es aber auch sein, dass vielleicht die Glühnase nicht in regelmäßigen Abständen sauber gemacht wird. Ich habe hier zum Beispiel eine, die sehr, sehr stark halt verdreckt ist. Von Zeit zu Zeit muss die Ölkohle, die hier drin ist, dann auch rausgemeißelt werden und dann klappt das auch mit dem Starten. Also ich behaupte, und das ist auch meine Erfahrung, selbst im tiefsten Winter, wenn die Heizlampe einwandfrei funktioniert, braucht man 3, 4, maximal 5 Minuten und der Glühkopf ist
zündfähig. Wen das interessiert, wie so ein Glühkopf gestartet wird, ich habe dazu mal ein Video gemacht, verlinke ich euch oben rechts. Der Motor kann ohne Schaden länger rückwärts laufen. Die Drehbank kann vorwärts wie rückwärts laufen, das ist, denke ich, kein Problem. Jetzt hält sich aber der Mythos, ich kann den Lanz auch, da der Glühkopfmotor vorwärts wie rückwärts laufen kann, längere Zeit ruhig rückwärts laufen, das ist kein Problem. Jein. Ich sag's jetzt mal so, alle Fahrzeuge, die keinen Rückwärtsgang haben, also alle Glühkopf-Bulldogs, die keinen Rückwärtsgang haben, da ist das in Ordnung. Denn der 12er wie auch der 8 PS, der musste umgesteuert werden, also die Drehrichtung des Motors musste geändert werden, damit dieser dann auch rückwärts fuhr. Bei allen anderen, die einen Rückwärtsgang haben, ist das nicht so optimal, denn die Schmierstellen im Motor werden zwar versorgt, aber das überschüssige Öl, das im Kurbelgehäuse zusammenläuft, muss aus dem Motor wieder abtransportiert werden über die Zahnradpumpe und das funktioniert beim Rückwärtslaufen bei diesen Maschinen, die einen Rückwärtsgang haben, nicht mehr. Und da der Bulldog-Motor ein Vielstoffmotor ist, kann es dann passieren, wenn zu viel Öl im Kurbelgehäuse ist, dass das dann über die Überströmkanäle mit angesogen wird und dann auch verbrennt und dann der Motor auch durchgehen kann. Also von daher definitiv nicht längere Zeit rückwärts laufen lassen. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein detaillierteres Video gemacht über den Ölerapparat, verlinke ich euch oben rechts. Bulldog stammt von Bulldogge ab. Stimmt das, dass der Name Bulldog von der Bulldogge kommt? Ja, der Mythos stimmt tatsächlich. Die Fabrikmitarbeiter im Mannheimer Werk fanden, dass der 12 PS Lanz von vorne aussah wie eine Bulldogge und der Glühkopf war die Schnauze. Diese Aussage hatte sogar in die Werbung der 1920er Jahre geschafft. Ich habe hier einfach mal eine Karte. Später wurde es dann zum Beispiel zum Produkt, der Name Lanz Bulldog, und dann sogar zum Synonym für Traktoren, dem Bulldog. Der Bulldog ist unkaputtbar. Die Maschinen sind unkaputtbar. Naja, die Aussage halte ich für ein bisschen schwierig, denn unkaputtbar bedeutet ja, dass nichts kaputt gehen kann. Also ich würde sagen, sie sind robust, aber unkaputtbar. Naja, aber woher kommt das Ganze denn? Wenn wir uns mal Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten etc. aus der Zeit von den Fahrzeugen einmal anschauen, dann gab es hinten drauf immer einen Werbeblock, wie zum Beispiel hier, ne, verwende nur Originalersatzteile oder Präzision und Lebensdauer. Oder als die Stückzahlen stiegen, dann auch der Schlepper von Weltruf und dann natürlich der Schlepper, der Freude macht. Naja, warum machte er Freude? Die Maschinen waren wirklich sehr zuverlässig. Die Landwirte konnten sich darauf dann auch verlassen. Und das wurde dann natürlich beworben, hier zum Beispiel hinten drauf, mit wie vielen Stunden jetzt die Maschinen einwandfrei liefen. Und hier taucht ein Wort auf, unverwüstlich. Und daher rührt das meiner Meinung nach zum einen die Erfahrungen, die mit den Maschinen gemacht wurden, und zum anderen dann auch die Unverwüstlichkeit. Nichtsdestotrotz sollte man die Maschinen auch heutzutage noch warten. Und wenn man sie wartet, denke ich, hat man ein robustes Fahrzeug, an dem man sehr viel Freude hat. HL bedeutet Heinrich Lanz. Nicht nur auf den großen Maschinen, sondern auch auf diesen Modellen findet man die beiden Buchstaben. Wofür stehen jetzt die Initialen? Ist es tatsächlich Heinrich Lanz? Nein, HL steht für Huber Lanz. Dr. Fritz Huber war der leitende Ingenieur der Lanzwerke in Mannheim. Er hat den Glühkopfmotor für die Landwirtschaft entsprechend salonfähig gemacht und prägte den legendären Satz, der Motor für die Landwirtschaft kann nicht einzylindrig genug sein. Nicht nur der Satz ist Legende, sondern die Maschinen sind es meiner Meinung nach auch. Sie haben, wie viele andere Maschinen auch, zur Mechanisierung der Landwirtschaft beigetragen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Es wäre schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt kultig. Tschüss.